So, jetzt ist es ein... angebrannter, dampfender Lieber-Cody. Hallo, ihr Pros und Prosinen da draußen. Heute spiele ich mal Scribblenauts Unlimited. Und ich habe sogar während der Aufnahme schon meinen ersten Zuschauer hier, nämlich die Mad Cat zockt. Ist das nicht geil, bevor ich es hochgeladen habe schon? Das ist Imba. Du schaffst auch immer Sachen. Nee, ich habe jetzt weiter gedrückt. Ich wollte eigentlich ein neues Spiel starten. Ja, erst auf Fail schon. Fail! Nee, das sollt ihr noch gar nicht sehen. Nein. Nein. Zurück. Nein. Setzen. Speichern und schließen. Speichern und schließen, ja. Oh, ja. Wie kann ich denn ein neues Spiel starten? Muss ich mal kurz gucken. Daten. Level zurücksetzen. Level zurücksetzen? Ja, dann mache ich halt alle Daten löschen. Das ist sowieso schon Monate her, wo ich das mal gezockt habe. So, Start. Jetzt kommt aber ein Video. Psst. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. Eines Tages gaben Mama und Papa Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Auf dem Weg in die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Da sprach er eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Star Rites Bescheid. Star Rites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man einen Star Rite. Wenn Maxwell mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Star Rites sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief: Genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Star Rites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lilly. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Boah, das Video war lang, oder nicht? 42 Kinder, Mann. Aber ich glaube, ich kriege einen Zuckerschock. Das Video war so süß, das ist unglaublich. Wie schafft man das, 42 Kinder in die Welt zu setzen? 42 Kinder mit einer gebärfreudigen Gebärmutter. geh zum Bauern. Okay, machen wir. Wie, was? Ja, ich... Geh zum Bauern, klick mal rauf. Ja, was? Ich klicke, aber ich... Okay. Ich soll den Bauern anklicken.
Verdiene dir ein Star-Ride, indem du Edwin mit seinem preisgekrönten Schwein hilfst. Nur gut? Den Grundlagen. Start. Komm mal. Oh, ein Schweinchen. Dreckiges Schwein. Verwandle das schwächste Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Beschreibe ein Objekt, das Maxwell beim Schrubben des Schweins hilft. Hast du eine Idee? Also mir kommen schon sehr viele Ideen. Mir kommen schon sehr viele Ideen. Wie wär's mit einer Klobürste? Ja, vielleicht klappt das ja. Ah, das geht nicht. Versuch was anderes. Ein Schwamm. Mineralwasser. Zum Schrubben. Versuch's mit Seife. Nein! Nein! Schlauch. Schlauch. Ziehe das zu Maxwell. Okay. Anhängen. Und jetzt mit dem Schwein. Jetzt komm schon. Du sollst. Ist irgendwie. Ja. Zieh das zu Maxwell. Okay. Sinnfrei. Ja, das war tatsächlich sinnfrei. Wo ist denn hier der Mülleimer? Ah, das gibt noch keinen Mülleimer. Mit Seife. Hat er dir doch eben noch gesagt. Ach, Mann. Wie geht das jetzt nochmal? Das ist das Tutorial. Da ja, ich weiß. Aber jetzt kriege ich das Angebot nicht mehr, dass ich hier. Nochmal, wie kann ich denn neues Wort beschreiben? Ja, mache ich ja. Würde ich gern. Ich habe kein Notebook mehr. Scheiß Technik. Es Kappe. Weiter. Nee. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Seife. Mein Freund. Notizblock verwenden. Ah. Nee, geht nicht. Aufsammeln. Ich gehe mal weiter. Verwende das Objekt, um das Schwein zu reinigen. Doch, es geht. Mit dem Schlauch kannst du das Ding aber nicht reinigen, oder? Vielleicht muss ich den irgendwo anschließen. Du musst das zum Papierkorb rüber. Ja, stimmt. Da oben. Back is it. Und neu. Das Schwein sieht großartig aus. Benutze jetzt ein Adjektiv, um das Schwein größer zu machen. Ich habe das gar nicht sauber gemacht. Du. Egal. Adjektiv. Größer zu machen? Ja, größer. Okay, Riesenschwein. Riesige Sau. Riesige Sau. Was für eine Riesensau bist du denn? Voll das fette Vieh. Die Größe. Bacon! Ja, ganz viel Bacon. Hilft dem Schwein, den Talentwettbewerb zu gewinnen. Verwende ein Adjektiv und ein Nomen, um Flügel zu schreiben, die groß genug sind, um das Schwein zu tragen. Ein Schwein mit Flügeln. Ja. Fliegender Bacon. Kann er gleich in den Mund fliegen. Objekte schaffen. Es braucht große Flügel, um die ihm helfen zu fliegen. Okay. Große Flügel. Machen wir es mal Instrument. Ganz einfach. Der magische Rucksack bewahrt Objekte für später auf. Wirf die Flügel in den Rucksack und warte, bis die Richter angekommen sind. In den Rucksack? Ist das toll. Okay, in den Rucksack. Wir warten, bis die Richter da sind. Ja. Und dann lasse ich das Schwein fliegen, oder was? Ja, jetzt machst du den Rucksack auf und ziehst es um die untere Ecke. Ja, und dann setzt du das Flügelchen daran. Fliegt das aber das weg. Ist immer noch dreckig, das Schwein. Bla bla bla, sagen die. Bla bla. Oh, was für ein schönes Schwein. Oh, guck dir das Schwein an. Am besten finde ich, ist, dass da ein Meerschwein dabei ist, ne? Also auch mit zweiten sogar. Ja. Das Riesenschwein hat gewonnen. Yay. Yay, mein erster Star Ride. Den sammle ich mal ein. Sind wir dann bitte durch mit den Grundlagen? Ich möchte jetzt richtig spielen. Ich glaube, das Video wird doch länger als geplant. Jo. Wie dem auch sei. Den Anfang einfach mal weglassen sollen. Na, verdiene dir Splitter, indem du anderen hilfst. 10 Splitter ergeben ein Star Ride. Verwende Star Ride Vision, um Splitter zu finden. Okay, machen wir. Okay. Da hast du noch einen. Hilft dem Samen zu wachsen. Wasser. Nee, warte. Radioaktives Kot. Wasser. Koi.
Ich kann Kotze. Kotze. Kotze gibt's? Kotze gibt's. Warte, nein, noch einen weiter. Einen weiter. Nein, einen weiter. Aber ich glaube drei oder vier. Klotz sehe ich nur. Nee, geh mal weiter. Noch einen Klos. Weiter. Da war eben Kotz. Hab ich nicht vor. Oh, ich. Da, Kotze. Kotze. Siehst du? Versuche den Samen mit etwas anderem zu gießen. Radioaktives Wasser. Radioaktives Wasser. Wasser, Gewässer. Versuche Regen zu machen. Nee. Voll arm. Regen. Regen, Wasser. Das ist auch viel Wasser. Oh, guck dir das an. Oh, der ist auf Krawall los. Das wäre ja für radioaktives Wasser gewesen, ne? Ja, ging aber nicht. Aber anscheinend ist die Wirkung die gleiche von Wasser. Die Pflanze hat die andere Splittergelegenheit verdorben. Setze das Level zurück, damit du diese erledigen kannst. Deine bereits erworbenen Splitter bleiben erhalten. Okay, ja, super. Fehlte ein bisschen was. Okay, ich soll zurücksetzen. Warum sollst du zurücksetzen? Ja, weil ich damit dann noch mehr Star Rides verdienen kann. Was sollst du jetzt machen? Eine Leiter. Der Notizblock kann viele Dinge erschaffen. Allerdings sind Anzüglichkeiten, kopiergeschütztes Material und Eigennamen nicht erlaubt. Nee. Eine Leiter. Die Arme. Mein Kätzchen steckt oben im Baum fest. Hol es für mich runter. Na gut. Machen wir uns ein Jetpack. Oder Jetpack. Da, 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 die Katze da, da, da. Bitte. Oh, ist ja langweilig. Hättest du die Katze nehmen sollen. Aufsammeln. Zack. Geben. Bitteschön. Kätzchen kommt nach Hause. Oh, wie süß. Das Spiel ist so zuckersüß. Ich krieg einen Zuckerschock. Die Grundlagen zu lernen war nur der erste Schritt, um Lili zu retten. Nutze die Bushaltestelle, um deine Reise in die Hauptstadt zu beginnen. Na gut, machen wir das nochmal. Na, endlich. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder Edwin spielen. Klicke auf Maxwell und dann auf Nin Avatar, um als einer von Maxwells freigeschalteten Brüdern zu spielen. Na, gibt ja noch 40 andere. Wollte ich gerade sagen. Was für eine Familie. Ist da noch einer frei? Ich hab den doch schon. Ach, das, nee, nicht nochmal das Tutorial, nein. Geh ja zur Bushaltestelle, fahrt ja weg und fertig ist das. Ja, aber in die Stadt, in die Hauptstadt. Ja, das Tutorial ist jetzt fertig. Ja. Ja, liebste Madcat. Ja. Ja. Dann kann es ja nur ja lustig werden, hoffe ich. Ja, ich hoffe es auch, ja. Es wird lustig, wenn ich an der Tastatur sitze. Moment. So kann man übrigens zoomen. Hallöchen. Na? Möchtest du mal meinen Penis? T-Rex kennenlernen? Was? Geht nicht? Tolle. Traute. Willst du meine Traute kennenlernen? Traute Rex. Das ist Traute Rex. Hallo Traute Rex. Okay, ich habe Traute seine Rex erschaffen. Dann kann ich jetzt bestimmt auch noch. Ach, eigentlich ein Traute Rex. Rex? Wird mir dann T-Rex? Ach, das ist Rex. Tschüss Rex. Ich habe mal Rex in den Müll geworfen. Ich finde die ist wunderschön. Okay, Dino. Saurier. Jetzt kommt hier was. Oh. Möchtest du meinen T-Rex kennenlernen? Rex reitet auf den T-Rex. Du hast keine Aufgabe. Ich werde dich unterhalten. Ich habe eine Aufgabe geschafft. Einfach so. Ohne irgendwas zu machen. Wie geil ist das denn? Ja, so macht man das. Ich habe den nicht mal angeklickt. Ja, und ich habe seine. Und er ist jetzt ein glücklicher Junge. Okay. Er freut sich jetzt seines Lebens. Okay. Oh, was ist mit dem Auto? Ich stehe im Parkverbot. Also, sie sieht ganz schön verrostet hier. Verrostet aus, Mann. Notizblock verwenden. Park and Ride. Moment, jetzt wird's knifflig. Mhm. Unsichtbare. Du stehst gar nicht mehr im Parkverbot. Das Schild ist unsichtbar. Ah, es geht nicht. Adjektiv. Schmutzige halt. Jetzt ist Schild schmutzig und stinkt. Ja, es funktioniert nicht. Okay, dann. Unsichtbar, Mann, das ging auch nicht. Nee, dann nehmen wir Wagenheber. Das ist ja nicht. Das funktioniert auch nicht. Moment.
Kann ich den benutzen? Das ist eine Kakerlake. Kann ich nicht benutzen. Nee, ich mach's mal weg. Okay. Entfernen. Kann ich das? Nee. Nein, kannst du nicht. War jetzt ein Scherz. Also ich werde jetzt... Was? Wegmachen, oder? Ja. Moment. Aber der Dino ist cool, der bleibt. Der Dino bleibt. Warte mal, kann ich auch wieder groß machen? Ja. Ich kann kein Objektiv hinzufügen. Objekt erschaffen. Mechaniker ist ja ein Objekt. Warum Mechaniker? Polizist oder was? Nö, der kann das Auto reparieren. Macht er aber nicht. Mach mal. Macht er nicht. Reparier das Auto. Ich frag doch einfach Polizist, der schleppt das Auto weg. Weil wegen Parkverbot. Okay. Ich versuch mal. Parkverschluss, tatsächlich. Oh, der ist sauer, hast gesehen, ich hau lieber ab. Verschwinde! Wer bist du denn? Stecke jemanden in die Telefonzelle, um einen Assistenten für mich zu machen. Er ist doch böse. Hier, Rex. Nimm doch die Mechanikerin. Ich nehme Rex mit. Rex kann fliegen. Jetzt haben wir Super Rex. Oh, oh, oh. Das ist ein Vogel. Yay. Das ist ein Vogel. Der hat einen Vogel. Das ist wieder ein Bruder eben getroffen. Das war ein Bruder. Der, komm näher, um mich zu starten. Okay, ich komm näher. Ja, oh ja. Hallo. Oh ja. Oh, yeah. Und jetzt? Warum komm näher, um mich zu starten? Klassische Karnevalsspiele, um Preise zu gewinnen. Ja, okay. Na, wollen wir schauen, ne? Warum sagt der komm her, um mich zu starten? Ja, weiß ich nicht. Oh, sexy. Fangen wir mit was Kleinem an. Ein Panzer. Das ist ja auch so klein. Der muss aber umdrehen. Ah, so. Angreifen, komm, angreifen! Kaiman! Ja, Panzerkommandant! Wirf etwas, um die Ballons platzen zu lassen, ohne die Barriere zu überqueren. Okay, warte. Okay. Na. Ich muss weiter weg. Ja. Wirf etwas, um den Dunk-Tank zu treffen, aber überquere dabei nicht die Absperrung. Kann ich da auch? Ja. Panzer. Ein Panzer macht alles fit. Ein Starride mit Hilfe eines Panzers. Panzer hat geholfen. Wenn im Zweifelsfall, wenn nichts anderes klappt, ein Panzer geht immer. Ja, oder ein T-Rex. Oder ein T-Rex, ja. Ne? Irgendwie muss das ja funktionieren. Ja. So, das hast du jetzt. Dann kommt jetzt die nächste Aufgabe, ne? Ich mach mal ein Adjektiv auf mich. Schwerelos. Ja, dann halt so. So, jetzt kann ich nämlich fliegen. Die Aufgabe besser. Da oben ist nämlich auch was los. Die habe ich schon beim Starten gesehen. Was ist denn los? Das ist traurig. Die Aussicht nicht. Oh, die Wolken sind im Weg. Oh, ein Monsterföhn. Ein Monsterföhn? Ein Föhn. Okay, ich versuche mal. Föhn. Riesiger Föhn. Föhn. Fahn. Riesiger Fan. Wo bist du? Wo bist du? Ich will dich haben. Ein riesiger Fan. Yeah, er ist mein Fan. Guck mal, ich hab schon einen Fan. Ein Fächer, ein riesiger Fächer. Mhm. Ja, da. Klicke zweimal auf dein Ziel, um zu schießen oder um Gegenstände zu werfen. Nee. Mach mal Fächer hier. Okay, werfen. Nee, das geht auch nicht. Manu, wo ist der Fächer hin? Ja, wir können auch das Offensichtliche nehmen. Wind. Ein Ventilator. Ventilator, ja. Ventilator. Das nicht. Das geht nicht. Doch, es geht. Oh, wie schön. Tja, so kriegt man das hier. Boing. Ja, wo ist denn jetzt der Starride hin?
Sie noch irgendeine Aufgabe? Ich glaube, ich habe einen kleinen Sternteil bekommen. Ne? So, ich fliege mal weiter. Ich kann jetzt ja fliegen. Da ist ein Gorilla. Was will der Gorilla denn da oben? Der König bin ich! Ist das eine Aufgabe? Gib ihm eine Krone. Ach, stimmt, ja. Das ist eine gute Idee. Ein Krönchen. Krone. Prinzessinnenkrone. Oh, Tatsache. Oh. Verdammt. Er ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich eine riesige Krone. Kann ich die aufsetzen? Ja, aber ich kann sie in die Hand nehmen. Die passt doch zum Fan, Mann. Wo ist der Fan? Ja, das stimmt. Die ist ja auch riesig. Wo ist der Fan? Der müsste hier unten irgendwo rumlaufen. Da ist er. Setz auf. Geben. Aber dann hat er es in der Hand, glaube ich. Ja. Oh, wie doof. Entfernen. Dann habe ich es aber wieder hier. Setzen wir das mal auf den Kopf. Geht nicht. Na komm, dann kommst du in den Müll. Da ist die Polizistin. Was ist denn hiermit? Was ist das, eine Kakerlake? Wie unansehnlich? Ich find's ganz cool eigentlich. Seife. Na, wie wär's mit, kennt ihr das Wort? Hochdruckreiniger? Nee, Haarfarbe, Haarkleid, Haarnadel, Haarspray. Mal gucken, was mit Haarspray passiert. Benutzen. Gar nichts, versiegelt. es hat geklappt. Stadtkünstler. Weil das eine Sprühdose ist. Wenn man eine Sprühdose damit benutzt, dann sprüht man das über. Das ist egal, was für eine Sprühdose anscheinend. So funktioniert das Spiel. Das versuche ich in meinem Wohnzimmer hier. Ja, ist klar. Die Blümchen in unserem Wohnzimmer. Oh, ich habe schon... Oh, ein Starride und 6 von 8 Splittern habe ich schon. Aber sonst ist hier anscheinend nichts mehr. Das ist seltsam. Eine Kakerlake. Ich fand das komisch, dass da eine Kakerlake... Da ist ein Schalter. Erschaffe einen neuen Brunnen für die Stadt. Setze ein Objekt ins Wasser und betätige dann den Schalter. Oh, eine Quietscheente. Quietscheente. Wie schreibst du denn Quietscheente? Quietscheentchen, so. Oh, die setzt die jetzt ins Wasser. Und jetzt betätigst du den Schalter. Banatzen. Wie dumm war das denn? Da ist auch noch der Fächer, der kann auch mal weg. Interagieren. Wie cool. Kann ich die jetzt wieder rausnehmen? Ja, guck mal, die springt. Du hast genug Starrides gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Starrides, die du bisher gesammelt hast, zu Lilly auf dem Bauernhof. Na gut, geh zu Lilly. Yay! Ach, guck mal, die hat neue Schuhe. Mhm. Die trägt man heute so. Zalando. Das sind der Steinschuhe. Weißt du, die gibt's auch ganz oft bei der Mafia. Ja. Ja, das ist der neue Modetrend. Die trägt man dann so an Brücken und das so. Das ist der neue Modetrend. Ja, ja, ja. Da, Steinschuhe. So, jetzt können wir auswählen. Ich überlasse dir mal die Wahl. Was möchtest du denn haben? Mir ist das völlig wohl. Dann gehen wir ins Restaurant. Oder Fullstop Diner, ja. Diner, ich hab Hunger. Ja, ich auch. Das ist eine gute Idee, Essen. Warum, oh, da ist eine Fliege. Und was ist da? Oh, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Das habe ich damals auch nicht gespielt. Das ist cool. Frag erstmal, die oben sind jetzt hier. Ich bin noch nicht schwerelos, aber brauche ich ja gar nicht. Ich hab Treppen. Die warten auf ihr Essen. Helf doch mal den Koch. Ich muss hoch. Ich weiß nicht, wie ich hoch. Mit R komme ich hoch. Hallo Hunde. Oh, Susi und Strolch mäßig. Wie süß. Schenk den Spaghetti. Ja, auf je. Nein. Auf jeden. Spaghetti. Hunde-Rendezvous. Haha, wie cool. Da hast du sogar recht gehabt. Ja. So, die alte Dame hat noch was. Ups, ich habe vergessen. Oh. Wie kann man das? Wie geht das? Welche denn? Schachtel denn da? Da kann was Lustiges rein. Was denn? Oh, überleg mal, irgendwas Lustiges. Irgendein richtig Lustiges. Ein Murloc? Ein Murloc? Ja, ein Murloc. Ein Marmor. Ein Marmor. Ein Marmorstück. Yay. Und jetzt? Ja. Ist das jetzt richtig? Nein, weiß ich nicht. Nee. Schade. Aber... Eine Eidechse. Leeren. Ein Frosch. Ein weiß ich auch nicht. Ein... Flöhe. Batagam. Ist das
richtig? Beide. Na, kennt er nicht. Bräutigam. Ein Bräutigam. Ein Bräutigam, ja, bitte. Happy Birthday! Ein Bräutigam. Oh, wie süß. Jetzt kann sie heiraten. Ja. Oh Mann, echt, das ist nicht wahr. Das ist eine Fliege. Was will der Typi da? Weiß ich nicht. Oh, die sind traurig. Echt? Haben die eine Aufgabe? Der hat eine Aufgabe. Mir ist so langweilig, gib mir etwas zur Unterhaltung. Unser T-Rex ist wieder ein T-Rex! Oder ein. Nee, Rex, nein, ein Dinosaurier. Hallo, Dino. Der ist kein guter Unterhalter mehr, ne? Oh. Okay, aber das letzte Mal saß Rex da drauf. Rex. Wir gucken mal, wenn wir Rex darauf setzen. Passiert nichts. Passiert nichts. Tschüss, ihr beiden. Nee. Dann versuchen wir es klassisch. Ein Stein. Wie heißt denn jemand, der auf einer Geige spielt? Ein Vio... Pianist? Nein. Violinenspieler. Videospielspieler. Videospielspieler. Ey, das ist der böse Maxwell. Hey, aber die finden den unterhaltsam. Ja, die finden den... Aber irgendwie ist sie traurig geworden. Oh, sie weint jetzt. Ich wünschte, er könnte mir etwas geben, damit ich mich besser fühle. Oh. Ein Diamantring. Ein Diamantring. Ja. Deine Wünsche werden hier... Was, eine Frau zelebriert. Möchte einen Diamantring. Ein Diamantring groß, ja, war klar, war klar. Ja, gut. Ein Liebesdoktor. Hey, ich bin Hitch, der Date-Doktor. Ja, super. Eine Kakerlake. Oh. Sind wir hier bei Sims, ey? Ja, ich glaube auch, der hat den Kochlevel nicht gehabt. Guck mal rauf, bei der Hilfe, der Ofen brennt. Wasser, Marsch. Was kann man denn nehmen? Coca-Cola. Ja. Coca-Cola. Cola geht nicht. Aber. Ein Polly. Cody geht. Cody macht das schon. Cody ist im Ofen! Das hat funktioniert, oder was? Wie, was ist da denn rausgekommen? Da ist eine Made rausgekommen. Aber ja, habe ich das jetzt geschafft? Nein, Cody, was soll denn das? Hilfe, der Ofen brennt. Nee, aber irgendwas habe ich geschafft. Ich weiß aber nicht was. Es hat ein Geräusch gemacht. Okay, warte. Wasser? Nee, Wasser ist langweilig. Feuerlöscher. Na, das ist auch langweilig. Ein Kaffee. Feuerwehr. Mann. Wer Superman. Ein nackter Feuerwehrmann. Feuerwehrbeamter, Feuerwehrfrau, Feuerwehrhelm, Feuerwehrkleidung, Feuerwehrwagen, Facharbeit. Fackelstab, Fadenkreuz, Fahnenmast, Fahrlehrer, Fahrradrad? Faltspaten. Was ist echt ein Faltspaten? Wo ist ein Faltspaten? Das ist das vorletzte Wort. Faltspaten. Ein Faltspaten. Ein Spalten, den man zusammenfalten kann. Ey, der ist voll auf Beef aus. Nee, das geht nicht. Aber ich kann ihn nehmen. Und dann kann ich interagieren. Nee. Das ist dumm. Auffüllen. Angreifen. Nee, geht auch nicht. Na gut. Das ist Wasser, Gewässer. Yay. Oh, da fällt Geld runter. Ein Geldregen. Der ist voll auf Beef auf. Warum ist der auf Beef auf? Weiß ich nicht. Wir machen ihn lieb. Angebrannter, dampfender Cody. Hast du das gelesen? So, jetzt ist es ein... Angebrannter, dampfender, lieber Cody. Das Spiel ist so geil. Das Spiel ist so geil. Komm, wir stecken ihn nochmal in den Ofen. Gelöschter Herd. Und soll ich ihn anmachen? Oh, das ist mies. Deswegen ist der sauer. Ja, weil er ein auf den Ofen. Böser Cody ist. Er ist böse auf den Ofen. Na gut, lassen wir Cody ein bisschen wüten. Um für jeden Kunden etwas zu kochen. Gut, okay. Das ist eine Mission. Achso, du sollst Zutaten machen, oder? Mhm. Was möchtest du denn essen?
gebe den Kochzutaten verschiedene Gerichte. Eine Pizza. Salami. Ja, natürlich. Salami. Maden. Dein Ernst? Mhm. In den Ofen? Teig. Wie einfallsreich. Nee, nicht Kuchenteig. Ach, egal. Nehmen wir Kuchenteig. Fertig. Das war's schon? Also Maden helfen immer bei der Herstellung eines knusprigen Teiges. Ja. Also jetzt, muss ich den noch anschalten, oder was? Ja, ich glaube schon. Heute gibt's Madenpizza. Nom 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 nom. Leeren. Nee, geht nicht, hä? Oh Menno. Diese Mahlzeit wurde fertig. Nochmal. Nochmal. Ich wollte eine Pizza haben. Ja. Ja. Was ist denn so schwer daran? Nimm doch Salami, Tomate und Pizzateig. Wie wär's mit... Pizzateig. Pizzateig, ja. Pizzateig. Tiefkühlpizza kannst du auch bestimmt nehmen. Geht einfach TK-Pizza? Was machst du jetzt? PTK-Pizza? Nein, ich würde Tiefkühlpizza schreiben. Oder Fertigpizza? Nee, Tiefkühlpizza. Tiefkühler, Tiefschutz, Tierfühler. T-Rex-Pizza. T-Rex geht doch. Okay, dann nehmen wir einen T-Rex. Ab in den Ofen. Und nehmen wir noch... Salami. Nee, Pizzateig. Pizzaofen, Pizzeria, Panierteig. Dann einfach nur Teig. P-Teig. Papi, Preis. P-Teig. Panier. Ja, mach mal den T-Rex ein bisschen einpanieren, das reicht. Er muss das reinstecken. Aber der T-Rex ist ja auch drin. Knuspriger Pizzarand. Ja, also anmachen oder was? Interagieren. Da ist noch ein T-Rex drin. Ja, läuft. Und jetzt? Da ist doch... Na, gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Das ist eine doofe Aufgabe. Mach mal ausmachen. Der ist ja nicht fertig, oder? Teigrolle? Ja, was soll das denn jetzt? Warum willst du das? Weiß ich nicht, da brauche ich eigentlich eine Teigrolle, um einen Pizzateig zu machen. Aber er hat ihn jetzt schon reingesteckt, den Teig. Das ist dir aber spät aufgefallen. Ah, jetzt kriege ich einen Tipp. Achso, habe ich schon gesagt, Kruste. Pizzakruste und die Soße. Käse und Tomaten. Büffelkäse. Das ist Mozzarella. Büffelkäse. Ja. Und jetzt noch Tomaten. Tomato. Saure Tomaten. Apfel. Ein Apfel. Das ist schon süß. Süße, ja. Ach, füg dem. Dabei. Eine Geheimzutat. Oh ja, oh ja. Maden. Richtig. Richtig. Das wird lecker. Mmh. Oh. Die Pizza sieht lecker aus. Und der T-Rex. Der nächste. Goth. Ein Phönix backen. Ein magischer Vogel. Warum will die einen Phönix essen? Wie wär's mit Sternenstaub? Sternstab, Stern. Sperrbartaube. Steinstatue, Schneetaube, Schnepfen. Sternstab. Nehmen wir einen Sternenstab. Guck mal, der ist magisch. Eine gute Quelle für magische Kraft. Yeah. Jetzt würde ich einen Vogel nehmen. Du hast doch einen Vogel. Ich habe einen Vogel. Wie wär's mit einem. Ja, Feuer brauchen wir eigentlich auch noch. Naja, gut, versuchen wir es mit einem Vogel erstmal. Streichholz. Ja, soll ja ein Phönix werden, ne? Vogel ist drin.
Ach so, das ist vielleicht dem Phönix so, einige jetzt Fehler. So, Streichholz. Oder ein Feuerzeug. Wie wär's mit Lava? Lava? Das heißt, ja, eine feurige Komponente. Was fehlt noch was? Nee, da ist er. Yay. Ein Phönix. Den willst du essen? Sieht aber immer noch etwas roh aus. Oh. Hm. Oh. Mann, und der arme Mann. Diese Dinger scheinen irgendwas von selbst zu gelingen. Irgendwie von selbst zu gelingen. Okay. So, was will die jetzt? Ein Motorrad. Unser letzter Punkt ist hier ein Motorrad backen. Okay, ist das nicht alles ernst? Klar. Ja, wie wär's mit Benzin? Sieht eindeutig nach Benzin aus. Kraftstoff. Eine Energiequelle. Ein Rad. Ein Rad. Joa, sind mit dem Radl, joa. Dreikeck. Dreikeck. Dreikeckiges Rad. Das ist eine Basis für den also. Rahmen. Ah. Okay, Reifen. 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 Rad. Du hättest auch Rad schreiben können. Nee. Schau mal. Dies hilft dem Motorrad beim Fahren. Ach, echt? Die Made ist immer noch da. Die ist nicht mit auf die Pizza gekommen. Das sieht aus wie so ein Croissant mit Schokolade, ey. Sieht zu gut zum Weggeben aus. Bis dann. Haut er jetzt damit ab, oder was? Yo, alles klar. Voll mies. Manu, kann er doch nicht machen. Ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge, denn ich glaube, sie ist lang genug gewesen jetzt. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr die Mad Cat auch nochmal dabei sehen wollt, müsst ihr das auch reinschreiben. Sie hat übrigens auch eigene Videos von, wie hieß das Spiel? Pikmin. Pikmin. Mad Cat zockt. Unbedingt merken. Let's Playerin überhaupt. Geiles Ding. So, und jetzt musst du neue Videos machen. Anchi Badgy. Macht's gut, Tschüssi. Reingehauen. Prosinen. Prosinen. Ja. Hört sich an wie Rosinen. Ja, ich weiß.